Servus, glaube ich, bin's, euer Enrico Italia. Und ich weiß, so ein Video kam letzte Woche schon einmal, aber dafür habe ich jetzt einfach mal das Ganze sozusagen remastered, denn in diesem Video habe ich das Ganze ein bisschen besser erklärt, finde ich. Die Preise und auch die Namen von den ganzen Fahrzeugen sind hier drin und das haben sich auch extrem viele Leute gewünscht. Und im Hintergrund seht ihr auch schon den Chef der V12 gepanzert. Und es gibt hier nicht so wirklich eine Platzierung, denn der Chef der V12 ist richtig nice, hat ein sehr gutes Handling eigentlich, ist in der Limousinenklasse und kostet 325.000 GTA-Dollar. Die Grenze hier ist bei ungefähr 1 Million. Das bedeutet, wenn Fahrzeuge über 1 Million Dollar in GTA 5 kosten, dann sind sie hier leider nicht drin, denn das ist bei mir dann halt nicht mehr günstig, sondern halt schon teuer. Und es sind ja auch sozusagen die besten Fahrzeuge für wenig Geld. Und deswegen ist die Schmerzensgrenze, denke ich mal, ganz gut bei 1 Million Dollar. Ihr müsst mir kein Like da lassen oder sowas. Natürlich würde ich mich trotzdem freuen, ihr wisst Bescheid, aber müsst ihr nicht. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mal gerne das Video teilen an eure Freunde, beziehungsweise falls ihr findet, der Content ist gut, dass er euch gefällt oder dass es für euch hilfreich war, dann könnt ihr das gerne an eure Freunde weiterteilen und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und am Freitag um 20 Uhr starte ich einen Livestream, das bedeutet, seid auf jeden Fall dabei um Freitag 20 Uhr und im Hintergrund seht ihr auch schon den Centorno mit einem Preis von 725.000 GTA-Dollar. Das ist eigentlich echt billig für diesen Wagen. Ich meine, das Ganze ist ein Supersportwagen und er fährt sich super. Klar, er ist nicht ganz so gut wie die neuen Fahrzeuge, wie zum Beispiel RE7B oder auch Tyrus oder E-Terry One, das sind natürlich dann andere Brocken, aber trotzdem, für jemanden, der ganz neu ist in GTA 5 Rennen, für den würde ich auf jeden Fall diesen Centauren empfehlen. Der kann auf jeden Fall geile Overtakes machen, hat ein gutes Handling, hat eine sehr gute Beschleunigung und an sich kann mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall sich gut einfinden in die ganzen Rennen auch. Man kann damit sehr viel ausprobieren auch. Dann nehmen wir auf dem nächsten Platz den Pfälzer und der kostet in GTA Online 145.000 GTA-Dollar. Das Ganze ist ein Sportwagen von der Marke Benefactor. Benefactor macht auf jeden Fall in GTA 5 richtig gute Autos, wie auch den Benefactor XLS gepanzerte Version. Der war lange Zeit auch der beste SUV in GTA 5, doch leider wurde ja dann der abgelöst durch den Contender. Auf jeden Fall ist der Pfälzer ein geiler Sportwagen, womit man auch wieder richtig geile Overtakes auch hinbekommen kann. Das sage ich ja auch sehr oft, denn mit diesen Fahrzeugen kann man auch einfach sehr gute Battles auch haben. Das habt ihr auch manchmal in meinen Livestreams auch immer wieder gesehen, denn mit solchen Fahrzeugen fahre ich auch gerne. Und diese Fahrzeuge sind gar nicht mal so teuer, denn 145.000 ist ja eigentlich fast gar nichts in GTA 5. Zum Vergleich einfach mal den Lynx, der 1,7 Millionen Dollar, glaube ich, kostet und der kann ja gar nichts. Auf den nächsten Platz haben wir den Sterling GT, der kostet in GTA Online knapp 1 Million, nämlich 975.000 GTA-Dollar. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Stange Geld, aber bei diesem Wagen muss man einfach sagen, das Ganze ist ein Klassiker, auch wieder von Benefactor und es sieht einfach extrem gut aus. Dass da hinten jetzt so ein Reifen drauf ist, liegt einfach bei mir daran, dass ich einfach dadurch eine bessere Traktion auch von diesem Fahrzeug dann bekomme, beziehungsweise von diesem Reifen. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall oder solltet ihr jedenfalls diesen Reifen auf jeden Fall draufpacken, denn er dient sozusagen als Spoiler. Dann auf den nächsten Platz haben wir den Turismo R und der kostet 500.000 GTA-Dollar in GTA 5 und 500.000, okay, das ist ja wirklich nichts, also für einen Supersportwagen, der 500.000 in GTA 5 kostet, das ist echt nice. Sieht man nicht allzu Tage und nicht auch sehr häufig. Und 500.000 für diesen Wagen und dann sieht er auch noch so geil aus. Also ich würde mir auf jeden Fall holen. Und falls ihr nicht so viel Geld habt in GTA 5, aber unbedingt einen Supersportwagen wollt, der auch ziemlich gut um die ganzen Kurven herum gut kommt und eine gute Traktion hat, dann würde ich mir auf jeden Fall den Turismo R holen. Der hat auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Handling und auch eine gute Beschleunigung. Das muss man auch dazu sagen. Die Endgeschwindigkeit ist natürlich nicht so gut. Dann haben wir den Race Dominator oder auch Pisswasser Dominator und bei diesem Fahrzeug ist es so, bei manchen kostet das 0 Dollar oder bei manchen kostet das Fahrzeug einfach auch 380.000 GTA-Dollar. Es spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ob das Fahrzeug jetzt 0 Dollar oder 380.000 GTA-Dollar kostet, denn es ist einfach mal für mich das beste Massaker in ganz GTA 5, auch wenn manche sagen, dass der Sabre Turbo Custom ein bisschen besser ist, aber ich finde einfach, da der Race Dominator einfach so richtig geil ist, eine bessere Traktion hat als der normale Dominator und auch ein besseres Handling und auch von der Endgeschwindigkeit ein bisschen besser ist, lohnt sich auf jeden Fall der Race Dominator auf jeden Fall. Dann auf dem nächsten Platz haben wir den Brioso RA und dieses Fahrzeug ist auch wieder fast kostenlos. Okay, fast kostenlos, auch wieder ein bisschen zu heftig, aber ich meine 155.000 GTA-Dollar für einen Kompaktwagen
ist okay, kann man auf jeden Fall machen und es ist auf jeden Fall auch unter $1 Million. Deswegen ist das Fahrzeug auch in dieser Folge auch drin. Wie gesagt, ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, da habe ich auch die Fahrzeuge vorgestellt, aber halt nur in der Garage und halt ohne Gameplay war das Ganze, also ohne Renn-Gameplay. Und viele haben sich das auch gewünscht, auch auf Instagram haben viele nachgefragt. Wie gesagt, Brioso RA 155.000 GTA-Dollar lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein ziemlich geiler Kompaktwagen. Und auf dem nächsten Platz haben wir den SUV schlechthin. Den haben auch sehr viele YouTuber, auch große YouTuber, schlecht gemacht. Ja, er wäre total unnötig. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, nein, er ist nicht unnötig. Er ist der beste SUV in ganz GTA 5. Er hat den XLS gepanzert geschlagen. Er hat den Huntley S geschlagen. Er hat insgesamt jeden SUV geschlagen. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Was dieser Contender drauf hat für 250.000 GTA-Dollar, ist auf jeden Fall ein ziemliches Schnäppchen, wenn man mal bedenkt, dass der gepanzerte XLS fast 500 oder 600.000 GTA-Dollar gekostet hat oder auch immer noch kostet. Dann haben wir auf dem nächsten Platz oder auch als nächstes Fahrzeug den Zion, den Übermacht Zion, und das Ganze ist ein Coupé und dieser Coupé kostet 60.000 GTA 5 Dollar, 60.000 GTA 5 Dollar, und ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Preis für diesen Coupé, denn an sich haben wir immer noch seit GTA 5, seit Release, diesen Coupé als besten Wagen in ganz GTA 5 sozusagen, also ist der beste Coupé in ganz GTA 5, und dafür nur 60.000 Dollar hinzublättern ist auf jeden Fall richtig nice von Rockstar Games. Wäre aber auch natürlich nice, wenn sie auch mal wieder einen neuen Coupé rausbringen, der dann vielleicht auch mal ein bisschen besser ist. Aber bitte dann auch wieder nicht mit dem Preis so richtig übertreiben, das wäre natürlich dann auch wieder scheiße. Dann auf dem nächsten Platz haben wir den Jester in der Race-Version und dieser Wagen kostet 350.000 GTA-Dollar. Und der ist auf jeden Fall besser als der normale Jester, denn er ist ja in der Race-Version und hat auf jeden Fall eine bessere Beschleunigung, eine bessere Endgeschwindigkeit meiner Meinung nach. Und ich meinte auch, er hat eine bessere Traktion als der normale Jester. Insgesamt kostet dieser Wagen 350.000 GTA-Dollar. Und ich denke mal, für einen Sportwagen, der so gut ist und auch mit anderen Supersportwagen und auch Supersportwagen mithalten kann, lohnt sich dieser Wagen auf jeden Fall. Also Kaufempfehlung für den Jester Race-Version geht auf jeden Fall raus. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug nämlich den BF400 und die kostet in GTA 5 95.000 GTA-Dollar, also fast 100.000 GTA-Dollar, und ich denke mal, für dieses Motorrad oder auch Geländefahrzeug, denn man kann es für beide Klassen verwenden, finde ich ein bisschen schade übrigens, lohnt sich das Fahrzeug auf jeden Fall, denn man hat mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall in der Geländeklasse das beste Fahrzeug einmal und in der Motorradklasse kann man damit auf jeden Fall auch gut mithalten. Klar, es gibt natürlich auch so die Bati und die Akuma, die beherrschen da auf jeden Fall auch die ganze Motorradklasse, da kann die BF400 nicht mithalten. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug ein Nutzfahrzeug und jetzt werden sich viele fragen, ein Nutzfahrzeug in dieser Folge, what the fuck, warum macht man ein Nutzfahrzeug in so eine Folge rein? Okay, dieses Nutzfahrzeug ist das beste Nutzfahrzeug in ganz GTA 5 und damit könnt ihr zum Beispiel in den ganzen Nutzfahrzeugen rennen, könnt ihr auf jeden Fall eure Freunde trollen, wenn ihr zum Beispiel alle ein Fagio nehmen und ihr habt dann einen Sandler, der ist nämlich ein richtig überpowertes Fahrzeug in GTA 5 und kostet auch nur 35.000 GTA Dollar. Übrigens sind die Preise natürlich alles ohne Tuningkosten, das bedeutet, wenn ich mir das Fahrzeug kaufe, was kostet das Fahrzeug dann immer? So sind die Preise entstanden. Dann natürlich auf dem nächsten Platz die Bati 801 oder auch 801 RR. Beide Motorräder kosten in GTA 5 15.000 GTA Dollar und ist auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Denn wenn man bedenkt, so ein Oxlade Lynx oder auch ein Aerie 7B kostet fast 3 Millionen Dollar oder der Oxlade Lynx fast 2 Millionen. Und für so ein Motorrad, das richtig schnell ist, richtig gute Rundenzeit noch hinbekommt und damit auch, da kann man auch richtig geile Aktionen auch damit machen, das nur 15.000 GTA Dollar kostet, das ist auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Motorrad mal zu kaufen. Falls ihr mal zum Beispiel ein Motorrad drin seid, könnt ihr natürlich auch mal die Akuma auswählen oder auch mal die Bati 801 RR. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Motorrad. Dann auf dem nächsten Platz haben wir den LG RH8 und dieses Fahrzeug ist kostenlos. Es kostet gar nichts, wenn ihr euren Konto mit dem Social Club verbunden habt, dann kostet dieses Fahrzeug gar nichts in GTA 5, dann könnt ihr es sozusagen freischalten und wie gesagt, dieses Fahrzeug ist kostenlos. Es ist sozusagen auch der beste Sportwagen ganz GTA 5, das wissen ja eigentlich die wenigsten. Wenn man damit auch richtig gut fahren kann, da habe ich auch schon einige Kommentare in meinen Kommentaren auch gesehen, wo sie geschrieben haben, hey, ich kann damit richtig gut fahren, jo, das ist ein richtig geiles Fahrzeug. Das freut mich natürlich auch, dass ihr damit richtig gut fahren könnt. Und auf den nächsten Platz haben wir den Massacro in der
Rennversion und dieses Fahrzeug kostet in GTA 5 385.000 GTA-Dollar und ist auf jeden Fall jeden einzelnen Cent wert. Und falls ihr zum Beispiel jetzt so eine Lackierung in GTA 5 wollt oder unendlich Geld, unendlich Rang und so weiter und so fort braucht, dann könnt ihr mal gerne in die Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr einen Link zu den ganzen Unlock-Aus. Und falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch einen Link. Und wie gesagt, vergesst nicht, am Freitag um 20 Uhr, also morgen, mache ich einen Livestream. Und ihr könnt gerne mal auch bei Instagram bei mir vorbeischauen. Da sind wir fast bei 2000 Dudes. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Wie gesagt, ihr müsst mir kein Like da lassen. Aber falls ihr das Video an eure Freunde weiterteilen wollt, könnt ihr das gerne machen. An der Stelle bin ich raus. Wünsche euch einen ganz schönen Tag. Haut so rein. Bis zum nächsten Video. Ciao mit V. Peace, man. Ciao.